Meine Leute, sehr herzlich willkommen beim Jump Cut Lord. Ich bin hier draußen in die freie Natur gemeddelt und wollte ein bisschen an meinem Pool basteln. Das zeige ich euch aber gleich. Ich muss gerade noch eine Kleinigkeit organisieren. Moment. So, mal reingucken. So. Was denn? Ich habe es hier irgendwo hingelegt. Bis gleich. So. Jetzt meddle ich zum Pool hier. So. Ja, das wird mein kleines Planschbecken, habe ich mir überlegt. Da haben sich früher die Winklers drin gesuhlt und jetzt ist das halt quasi ja, zugewachsen und muss ich das hier wegschneiden und dann mache ich mir da so ein Planschbecken rein und dann kann ich mich da einweichen. Also, ich muss aber, wie gesagt, den ganzen Scheiß da wegräumen. Großartige Erinnerungen waren da in diesem Pool. Wie gesagt, meine ganze Familie hat sich da regelmäßig drinne gesuhlt in dem Planschbecken und das ist schon lange her. Also ich denke mal 20 Jahre ungefähr. Und da drinne, da haben wir meine Oma immer eingesperrt, falls sie mal durchgedreht ist. Die hatte Tollwut. So, jetzt habe ich schon wieder einen Cut gemacht und jetzt habe ich hier schon ein bisschen freigeschnitten, wie ihr sehen könnt. Das ist wunderbar. So, dann muss ich da nur noch Wasser reinfüllen. Mal gucken, ob ich das mit meinem momentanen Gehalt noch hinkriege, dass ich das bezahlt kriege, das Waschbecken vollzukriegen. Ja, und dann kann man da wieder wie in alten Zeiten, halt nur mit weniger Leuten, also von der Masse her ist das gleiche geblieben, nur die Leute sind weniger geworden. Also ich bin nur noch alleine, das Geländer muss ich auch mal streichen. Ja, es waren noch Zeiten, als ich hier mit meinen Eltern drinne gesuhlt habe. Da habe ich in der Ecke gesessen und mein Vater hat immer auf der gegenüberliegenden Seite gesessen. Und meine Mutter, die hat normalerweise immer am Rand gestanden und uns Essen gereicht. Also da hat sie immer gestanden. Und ja, wo die Steine jetzt liegen, so als kleines Mahnmal für meine Mutter. Gott möge mit ihr gnädig sein. Also, ja, sie ist nicht tot. Also nicht, dass ihr das denkt. Also meine... ich wurde ja im Krankenhaus auch einmal fast vertauscht, aber leider, aber Gott sei Dank haben sie meine Mutter dabei erwischt, wie sie das machen wollte. Aber seitdem ist das Verhältnis mit meiner Mutter so ein bisschen angekratzt. So. Ja, würde ich sagen, passt. Also passt hervorragend. Also drückt auch nicht. Mal gucken, wie lange das noch passt hier. Also normalerweise sollte dann noch ein Pfund Wasser reingehen. Da muss ich noch ein bisschen mit Silikon das abdichten, aber ich habe kein Silikon da. Das muss ich erst noch meine Amazon-Wunschliste packen, weil da sind etliche Risse. Und ich gehe davon aus, wenn ich da jetzt Wasser reinkippe, dass sie mir das ganze Wasser versickert. Und dafür ist das Wasser halt viel zu schade. Und da kann ich nicht baden. Wenn da kein Wasser drin ist, kann ich mich nicht abkühlen. So, und da möchte ich noch ein paar Blumen pflanzen oder sowas. Weiß ich noch nicht, aber... aber für Blumen habe ich momentan leider auch keine Kohle, deswegen wird es wahrscheinlich auf Müll hinauslaufen. Und dann werde ich hier überall Müll verteilen, schön dekorativ in die Bäume und Büsche hängen und dann vielleicht da oben noch so ein irgendwie Gedöns. Und hier zwischen den Zaun, da kann man auch wunderbar Müll packen. Und wenn das Wasser hier drin ist, dann kann ich ja auch ein bisschen Müll reinschmeißen. Also das wird dann wunderbar aussehen nachher, wenn das hier alles fertig ist und das Wasser drinnen bleiben sollte. Also, auf jeden Fall muss ich mich jetzt an der Arbeit machen. Es ist noch einen ganzen Arsch voll zu tun, wie ihr sehen könnt. Also, ich muss jetzt auch gleich mal eine Pause machen. Ich schwitze wie ein Schwein und deswegen, ich würde mich gerne abkühlen, aber das geht im Moment gerade gar nicht, weil, wie ihr sehen könnt, es ist immer noch kein Wasser drin. Wie soll denn auch innerhalb von 2 Minuten Wasser reinkommen? Wie gesagt, ich muss das erst noch fertig machen. Also das Silikon ist auf meiner Amazon-Wunschliste. Also wenn ihr wollt, dass das hier langsam mal fertig wird, dann müsst ihr mal aus dem Arsch kommen und mir Silikon bestellen. Also da hätte ich nichts gegen. So, mal gucken, ob ich hier aus dem Tümpel wieder rauskomme. Ich habe nämlich vergessen, hier eine Leiter reinzustellen. Und guckt euch mal an, wie tief das ist. Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt für immer drin bleiben muss. Aber guckt euch mal an, so hoch ist das. Da kriege ich meine Wasserbeine gar nicht hoch. Das funktioniert nicht. Verdammt, wie komme ich denn jetzt hier raus? Verdammt nochmal. Ich habe mein Handy jetzt auch nicht mit. Hätte ich das mal ganz mit dem Handy aufgenommen, dann... eins, zwei, scheiße, jetzt ist mir meine Hacke aufgeplatzt. Jetzt läuft das erste Wasser rein. Scheiße, Dreck nochmal, verdammt.
So, erste Wasser ist drin. Tja, und wie vermutet, das Wasser ist versickert. Ich brauche erst wirklich ein bisschen Silikon. Naja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Ich warte jetzt, bis ihr mir den ganzen Kram bestellt, den ich für meinen Pool brauche. Guckt auf die Amazon-Wunschliste und seht zu, dass ich hier langsam fertig werde. Also, macht's gut. Ich liebe euch. Euer Drachenlord. Ciao, ciao.